Willkommen auf der Costa Diadema. Wir nehmen euch mit auf die Kreuzfahrt quer durchs Mittelmeer. Mit dabei haben wir eine Secret Box. Da haben wir eine Challenge oder eine Aufgabe von einer Hotelplan-Filiale bekommen. Wir sind schon gespannt, aber jetzt ziehen wir den Anker rein und legen los. So einem Schiff ist, dann ist man vor allem wegen einem Punkt sehr baff zum ersten Mal. Nämlich, dass es sogar ein Casino gibt auf diesem Schiff. Hallo! Da sind wir an unserem ersten Stopp auf dieser Kreuzfahrt, und zwar in Marseille. Leider haben wir ein bisschen Pech mit dem Wetter, es regnet schon den ganzen Tag. Und da haben wir auch schon einen Vor- und einen Nachteil an einer Kreuzfahrt. Den Vorteil: man kommt ganz schnell wieder weg und findet dann vielleicht irgendwo anders schönes Wetter. Der Nachteil: man sieht die Stadt dann halt nur bei schlechtem Wetter. Tja, trotzdem ein paar Bilder haben wir für euch. Gestaltet man jeweils so einen Landausflug. Hier in Marseille haben wir jetzt einen gratis Shuttle nehmen vom Schiff, zumindest ins Zentrum, und sind auf eigene Faust die Stadt anschauen. Natürlich kann man jeweils auch eine Stadtführung buchen und einen Ort so entdecken. Jetzt gehen wir zurück aufs Schiff und freuen uns auf die nächste Destination. Hier auf dem Kreuzfahrtschiff kann man eigentlich immer essen. Es gibt drei Mahlzeiten, und zwischen den Mahlzeiten kann man Burger, Pizza essen oder eine Glasse. Der zweite Stopp auf unserer Kreuzfahrt ist Barcelona. Was mir besonders gefällt, neben der schönen Altstadt, ist natürlich der direkte Zugang zum Strand. Man könnte ja hier oben in der Kabine verbringen und Fernsehen schauen. Aber wieso Fernsehen schauen, wenn man hier einen ganzen Theatersaal hat? Und hier machen sie auch eine Fernsehproduktion, The Voice of the Sea. Da kann man teilnehmen als Gast von der Kreuzfahrt, mitsingen. Wir schauen, glaube ich, besser zu. Jetzt geht's los. Oben stehen einem natürlich ganz viele Bars zur Verfügung und dementsprechend auch ganz viele Drinks, die man durchprobieren kann. Ist ja nicht jeden Tag Ferien. Das ist echt verrückt, man kann sogar Lift fahren in diesem Kreuzfahrtschiff. Hätte ich auch nie für möglich gehalten. Ich glaube, etwa 14 oder 15 Stockwerke hat das Schiff. Am Morgen früh kann man auf dem Balkon rausstehen und anschauen, wie man an der nächsten Destination ankommt. Das ist die Insel Mallorca. Und wir gehen jetzt zusammen die Palma de Mallorca anschauen. Auf einer Insel könnte man ja theoretisch eine Schatzkiste finden. Wir haben immerhin die Secret Box gefunden. Genau, und da drinnen erwartet uns ein Tipp oder eine Challenge von einer Hotelplan-Filiale. Und jetzt sind wir gespannt, was uns erwartet, Kilian. Es fährt an mit einem guten Hallo Saturday and Sunday. Willkommen an Bord der Costa Diadema. Auf eurer letzten Reise verschonen wir euch
vor einer herausfordernden Challenge. Glück. Schweinkram. Reserviert euch stattdessen zwei Plätze im japanischen Teppanyaki-Restaurant und genießt das Spektakel, wenn die Speisen in kunstvoller Art direkt vor euren Augen zubereitet werden. Liebe Grüße vom Kreuzfahrt-Team. Hey, mega cool. Danke vielmals für den coolen Tipp. Gehen wir zurück aufs Schiff? Ich würde sagen, bevor es Nacht gibt, schauen wir uns noch Mallorca an. Ist der perfekte Zwischenstopp für alle Shopping-Fans. Es gibt mega viele Läden und alle bekannten Brands. Das ist jetzt richtig schön, mal eine entspannte Challenge haben und nicht von einem Turm oben runter springen. Oder bei Minustemperaturen in den Schnee rausgehen. Ich bin jetzt echt froh, dass wir das zur Nacht auch geniessen können. Dankeschön vielmals. Einfach haben wir noch nie eine Challenge bestanden. So kann die Reise definitiv weitergehen. Bella Italia, wir sind in Palermo angekommen. Das ist auf Sizilien. Von hier machen wir jetzt eine Stunde Ausflug und ihr kommt mit. Und hier sind wir angekommen in diesem herzig italienischen Städtchen Cefalù. Und hier geniessen wir es jetzt so richtig und tauchen in die Italianità. Ich meine, es ist wirklich so ein typisches italienisches Dörfli, wie aus einem Bilderbuch entsprungen. Wo kann man also besser geniessen als hier? Das heisst, wir essen jetzt Gelati, gehen den Cappuccino trinken. Dolce far niente. Mit ganz viel Sonne im Herzen geht's zurück aufs Schiff. Woo! Willkommen in unserer Kabine hier auf dem Schiff mit Balkon. Wir haben hier eine kleine Sitzecke, wir haben ein Bett, wir haben einen Fernseher. Und wie gesagt, der Balkon. Aber was mich am meisten Wunder nimmt, so auf einem Kreuzfahrtschiff, wie sieht eigentlich das Badzimmer hier aus? Darum schauen wir uns das schnell an. Wir haben hier eine Dusche, ein WC und ein Brünneli. Genug Zimmer, jetzt gehen wir wieder raus aufs Schiff. Auf dem Schiff da kann man jeweils Touren buchen für die einzelnen Destinationen. Bei Rom haben wir uns jetzt entschieden, einen Bustransfer zu buchen, der von Civitavecchia in die Rom-Innenstadt reinfährt. Weil Civitavecchia, dort wo das Schiff ankommt, ist ca. 1,5 Stunden von Rom entfernt. Und damit ihr jetzt nicht mit uns 1,5 Stunden Bus fahren müsst, schnipsen wir einmal und sind in Rom. Willkommen in Rom, direkt vor dem weltberühmten Trevi-Brunnen. Das ist unser letzter Stopp auf dieser Kreuzfahrt. Grundsätzlich ist es so, dass die Stopps immer etwa einen Tag lang dauern. Also man kommt am Morgen in einer Destination an und geht dann zurück aufs Schiff vor dem Nachtessen.
hört man das? Ich glaube, das ist das Schiffshorn von unserem Kreuzfahrtschiff. Wir müssen zurück. Das war der letzte Stopp von dieser Reise hier in der Hauptstadt von Italien. Für uns geht es jetzt noch ab nach Savona. Dort sind wir auch eingestiegen aufs Kreuzfahrtschiff und dort steigen wir auch wieder aus. Und das ist der Schluss von unserer Reise und darum sagen wir jetzt Tschüss miteinander. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sind Saturday and Sunday, Schweizer Reise- und Heimatblogger. Macht's gut. Tschüss miteinander. Tschüss zusammen.